So, und ich bin jetzt auch hin und weg. Wir sind beide aufs Sofa gezogen. Andrea Sawatzki und ich. Jetzt wird's gemütlich. Ja, jetzt haben wir gerade gehört, in Hin und Weg, in dem Veranstaltungstipp, was war drin? Oper, eine Führung und ein Konzert. Womit kann man Sie dann so richtig glücklich machen, wenn Sie mal freie Zeit haben? Mit einem guten Essen immer wieder gern. Und also ehrlich gesagt, wenn ich Zeit habe, gehe ich meistens mit dem Hund in den Wald. Und dann stöbern Sie da so rum? Dann stöbern wir da so rum. Ja. Ja. Und wenn am Tag keine Zeit war, weil ich arbeite, dann, dann nachts. Heute Nacht haben wir so eine Nachttour gemacht. Das war sehr wie, Gassi gruselig. Gehen nachts? Mhm. Ich habe dann so eine Stirnlampe auf. Nein, und mein Hund hat so ein Leuchthalsband. Und das ist dann schon so ein bisschen Halloween-Feeling. Also ich finde auch. Gruselig. Oder kommt wieder so Ihr Spaß am Horror durch? Ne? Mhm. Haben Sie gar keine Angst im Dunkeln? Na, ich denke mir, die wird mich ja dann hoffentlich retten, oder? Also ich meine, mein Hund, wenn... Ja, da, wofür hat man so einen großen Hund, ne? Also das wird dann schon angebracht, genau. Ich habe noch nicht ausprobiert, aber ich zähle mal darauf. Gut, also wenn Sie wissen, es ist nachts begegnen Ihnen zwei Irrlichter im Wald, es könnte sein, dass Frau Sawatzki mit Hund. Aber Sie haben ja gar nicht so viel Zeit. Es ist einfach unfassbar. Die Frau hat so viel zu tun. Wir schauen mal drauf. Das vierte Buch, Familie Buntschuh. Und Gundula immer mengt und mengt und mengt immer und hat zu tun. Ne? Großes Chaos. Mit dem Brennglas so beobachtet. Ist es Ihnen zu langweilig in der eigenen Familie? Nee, nein, ich hatte, als ich um die 50 war, also ich bin ja um die 50, aber also ich glaube, als ich 50 geworden bin, habe ich mir gedacht, ich würde gerne mal eine Figur entwickeln, die so quasi mein alter Ego ist. Also eine Frau, um die 50, mit ihren ganzen Nöten und Sorgen und Ängsten, mit der Angst vorm Älterwerden, mit dem Problem, dass man immer denkt, man erzieht die Kinder falsch, man kocht zu schlecht, man hat den Haushalt nicht im Griff. Und daraus ist dann die Gundula Buntschuh geworden. Also die hat durchaus Parallelen zu mir. Oder auch zu vielen anderen Frauen. Bei uns Frauen ist es ja schon so, dass wir immer diesen Perfektionismus hinterher eilen, den wir eigentlich nie erfüllen können. Und es hört auch nicht das auf, ist die Gundel. Ne? Auch jenseits der 50. Ja. Es gibt so ein paar kleine Abweichungen dann doch zu Ihnen. Mhm. Aber wenn bei Ihnen mit Ihrem Liebsten oder Ihrem Lebensmenschen, Christian Berkel und die zwei Jungs sind zu Hause, die ja nun auch schon fast erwachsen sind, und wenn da mal richtig Chaos ist und die Hunde noch dazwischen, was ist das für ein Moment? Wann rasten trotzdem alle aus? Also wirklich selten. Also wir sind übrigens erst seit 21 Jahren zusammen, nicht seit 30. Ja. Aber wir schaffen noch 50. Da haben wir schon mal vorgegriffen. Also nein, wir haben so das Ritual, wobei der Älteste, der Moritz, der ist 20, der ist jetzt in Liverpool und studiert, also der kommt nur noch ab und zu vorbei. Aber wir haben das Ritual, dass wir so oft wie möglich gemeinsam Abendessen und gemeinsam kochen. Und da wird dann auch diskutiert, ganz rege, und alles besprochen. Und ich glaube, das ist auch der Trick, warum wir wirklich nie große Streitereien haben. Und wir haben es auch immer so gemacht, dass die Jungs immer ihre ganzen Freunde mit zu uns ins Haus bringen dürfen. Also wenn Feste gefeiert werden und die sind heftig, das sind manchmal so 30 Jugendliche, dann kommen die lieber zu uns, bevor die da irgendwo in der Stadt feiern und ich nicht weiß, was los ist. Aber sie bleiben dann im Haus, für alle Fälle. Nicht, dass man dann nur noch Nähe. Den Schutt und die Asche des Hauses wieder findet, wenn die 30 wieder raus sind. Es gibt einen Neuzugang. In der Familie. So. Also jetzt Nachwuchs. Ja, Fee. Aber mit vier Beinen. Ah. Ja, mal gucken, weil das ist ja wirklich eine Sache, von der alle wissen, dass sie so tierverliebt sind. Ja. Es gab drei Hunde im Haus, mittlerweile ist es immer einer. Noch. Also Fee ist die dunkle. Man sieht es überhaupt. Ach ja, ach, guck mal. Ja, das Fee ist die dunkle mit ihrer besten Freundin beim Hundeauslauf. Ach, das ist schön. Und sie ist ein Schatz, also sie ist jetzt 11 Monate, sie ist gerade in der Pubertät, das ist ein bisschen schwierig, aber ich nehme intensive Hundestunden bei Dahlem Dogs. Also die darf dann auch nicht alles? Nein, gar nicht. Ja, also wir haben uns mal umgehört bei anderen Hundebesitzern mit ihren Hunden, wie die das so halten in Sachen, er darf und er darf nicht. Mhm. Aber sonst immer, sofort am Sofort. Das kenn ich. Was hat Ihnen am meisten jetzt gefallen? Liegt der Hund auch bei Ihnen im Bett? Nein, oder? Die Kleinen, wenn wir kleine Hunde hatten, die waren dann immer bei den Kindern im Bett. Aber nein, Fee darf nur im Erdgeschoss sein. Da sind Sie schon streng, ne? Ja, aber das Erdgeschoss ist ein großer Raum, da hat sie schon nicht so, kriegt sie keine Platzangst. Ja, ja. Da sind wir streng, ja. Das liegt aber eher an meinem Mann. Ich glaube, bei mir dürfte sie im Bett schlafen. Ach so, verstehe. Die Diskussionen sind, dann hat man schon einmal. Die hatten wir, ja. Aber wenn Sie dann so um den Schlachtensee marschieren oder gerne auch nachts da mit der Stirnlampe, da begegnet man unendlich vielen Menschen, habe ich mir sagen lassen. Also Hundebesitzer erstmal schon, am dann Tag sind schon. Sie prominent. Am Tag, ja. Nachts ist man allein.
deswegen gehe ich auch ganz heute einmal. Nicht mehr, glaube ich. Ja, aber da ist schon immer viel. Ja, Betrieb, ich gehe eigentlich am Schlachtensee selten, denn da muss man die Hunde ja anleihen und so, und das ist dann nicht. Und es gibt immer noch ein paar Leute, die nach wie vor was gegen Hundebesitzer und ihre Hunde haben, denn wir hatten ja vor einigen Jahren dieses Verbot, wo die Hunde nicht mehr an der Leine diesen Weg am Schlachtensee betreten durften. Und die Menschen haben sich damals so aufgeregt, die haben sich immer noch nicht beruhigt. Okay, es ist nicht nur die Hundeliebe, es ist generell Tierliebe. Tiere haben immer eine große Rolle gespielt in ihrem Leben. Woher kommt das so, dieses Gefühl, mit Tieren umgehen zu wollen? Ich wollte früher tatsächlich immer Tierärztin werden, und ich erinnere mich, als ich vielleicht 6 Jahre alt war, meine Mutter war Krankenschwester und hatte aus irgendwelchen Gründen mal so eine Spritze mit, das wird jetzt ein bisschen makaber. Nein, gar nicht, immer raus damit. Und ich habe so eine kleine tote Maus am Wegrand gefunden und habe da Traubenzuckerlösung reingetan. Und in die tote Maus? Und? Hat sie wieder lebt? Nee. Ich glaube, die wäre dann erst recht dran gestorben. Sie war zum Glück schon tot. Also so fing das an, meine Sehnsucht, tote Tiere wieder zu erwecken. Und ich bin auch immer mit Schafen aufgewachsen und mit wirklich gefährlichen Kettenhunden, weil wir eine Schäferei oben hatten. Also ein Schafstall mit Kettenhunden und so damals noch. Und bei dem Buntschuh sind ja auch 2 Hunde. Autobiografische Hunde. Meine Dogge Gustav, der bei dem Buntschuh Gulliver heißt, und unser Mops Coco, der bei dem Buntschuss ein Rauhaar-Dackel geworden ist und Othello heißt. Und die machen da bei dem Buntschuss auch noch immer alles. Aber es ist immer Trennung, ne? Wenn die Tiere dann irgendwann mal die Zeit abgelaufen ist, ja, es ist immer Schmerz und Trennung, ne? Frau Sawatzki, sind Sie eigentlich eine Zockerin? Das heißt, spielen Sie? Nein. Was auch immer. Ich hatte, wir hatten, als wir Kinder waren, hatten wir so ein Roulette. Also, und? Ja. Da haben wir uns tot gezockt. Also ja, wir haben mit so einem ganz kleinen Zurr. Und also ich konnte damit überhaupt nicht aufhören. Also insofern denke ich, dass sowas nichts für mich wäre, weil ich würde süchtig werden. Ich weiß es. Okay, wir machen aber eine ganz kleine Zockerrunde. Ist nur, so. Ist Zocken kann man gar nicht sagen. Ja, wir sind jetzt nämlich gleich bei unserem Glücklichschätzen. Und wir haben eine Anruferin in der Leitung. Hm. Hallo, das ist nämlich die Andrea Koch aus Finsterwalde. Ja, hallo. Hallo, liebe Andrea. Warum war es Andrea und Andrea? Warum haben Sie denn heute angerufen? Warum war Ihnen das so wichtig? Ja, das war ganz spontan, weil die Frau Sawatzki eine sympathische Schauspielerin ist. Und da habe ich einfach zum Hörer gegriffen und bin gleich durchgekommen und habe mich gefreut. Ja, oh, schön. Und Sie können sich noch mehr freuen, nicht nur, dass Andrea hier sitzt, sondern Andrea hat ja auch noch was mitgebracht. Gastgeschenk, das neue Buch und 4 Tickets für den Film Zorros Solo. Das gehört jetzt schon, liebe Andrea, Ihnen. Mhm. Ja, das freue ich mich sehr. Dankeschön schon mal. Danke Ihnen. So. Ja, und jetzt wird es ja noch spannender. Jetzt kommt das Zocken. Jetzt kommt das quasi Zocken. Wir nennen es Schätzen etwas. Sie wissen ja, worum es geht, liebe Andrea. Liebe Andrea, Sie kriegen eine Quizfrage und dann geht es darum, wer ist dichter dran? Und dann haben wir noch eine Überraschung. Kann es losgehen? Ja. Ja? 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 Mhm. Okay, dann kommt.